Johannes Hübner, Sprecher für Außenpolitik und Europa der FPÖ. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, dass alles, was gesagt worden ist, heute im Prinzip richtig ist. Einiges greift allerdings zu kurz. Unser Entschließungsantrag, den der Kollege Lopatka hier dankenswerterweise und lobend erwähnt hat, ist gut, ist ein erster Schritt, ist aber leider auch nicht das, was er sein könnte, vor allem zur Frage des Beitritts. Wir haben uns hier nicht durchgesetzt, wir wollten das Ganze nicht zu Fall bringen und haben da eben einem Kompromiss zugestimmt. Aber alle, zumindest die beiden Großparteien, haben klargestellt, dass es einen Beitritt der Türkei, einen Vollbeitritt zur Europäischen Union nicht geben soll, nicht geben wird und nicht geben darf. Und trotzdem sind wir immer noch nicht in der Lage, das, was wir hier verbal verkünden, seit mittlerweile 2,5 Jahren höre ich von beiden Parteien das unisono, endlich einmal auch zu verschriftlichen und in einer Willenserklärung des Parlaments zu parken. Und das ist eigentlich beschämend, ist ja ein sehr großes Wort, aber das ist in die Richtung fast gehend. Und warum jetzt bei der Resolution der Abgeordneten, warum es hier nicht drinnen steht, dass die österreichische Regierung und ihre Vertreter ersucht werden, in den entsprechenden europäischen Instanzen dafür zu drängen, dass die Verhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden, ohne Wenn und Aber, das steht nicht drinnen, sondern es steht jetzt wieder nur drinnen, ausgesetzt oder abgebrochen werden. Ausgesetzt, das ist das, was im Antrag der Grünen hier drinnen steht, ist das, was wir eigentlich genau nicht wollen. Denn was hier im Antrag verlangt wird, heißt es, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei formell auszusetzen, bis demokratische Mindeststandards wieder eingehalten werden. Das heißt also umgedreht, dann, wenn demokratische Mindeststandards eingehalten wird, den Beitritt zu forcieren bzw. die Beitrittsverhandlungen fortzusetzen. Ich glaube, der Kollege Lopatka hat ziemlich klar gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, und der Kollege von der SPÖ genauso, aus vielen Gründen, dass dieser Beitritt meiner Ansicht nach ein Wahnsinn wäre, dass er nicht finanzierbar ist, dass er die Europäische Union endgültig in die Luft sprengen würde, dass wir dann einen Spagat machen zwischen Kultursystemen, die sicherlich auch in eine nur lose Föderation nicht zusammenpassen. Ich darf darauf hinweisen, die Türkei war 500 Jahre plus minus die Führungsmacht der islamischen Welt. Irgendwas. Der Sultan war bis zu seiner Entmachtung 1911 oder 1916, wenn man nennen war der Hüter der heiligen Städte, das was heute die Saudi-Arabier sind. Aber die Saudi-Arabier sind ja keine Führungsmacht in der islamischen Welt. Das ist eine Karikatur eines Staates fast. Es gibt ja keinen anderen. Es ist ja nur logisch, dass das Erdogan-Regime in diese Rolle wieder hineinschlüpft. Und aus dieser Rolle wird die Türkei freiwillig nicht rausgehen, weil es keine anderen bedeutenden islamischen Staaten mehr gibt. Deshalb appelliere ich noch einmal an die Kollegen. Ich weiß, die Grünen haben klargestellt, dass sie den Abbruch nicht wollen. Okay, da müssen sie das den Leuten vertreten, dass sie eigentlich die Türkei, wenn sie demokratische Mindeststandards einhält, in der Europäischen Union wollen. Dann bitte ich aber auch Kollegin Klawiśnik, das klar zu sagen, wir wollen den Beitritt der Türkei, sobald sie die Mindeststandards einhält und nicht herumreden. Bei den anderen Parteien, die sagen, wir wollen den Beitritt nicht, Mindeststandard hin und her, aus prinzipiellen Gründen, bitte ich doch endlich nicht über den Schatten zu springen, aber sozusagen über über die unsichtbare Hürde, die sich jeder gelegt hat, und das, was wir wollen, was wir verlangen, verbal auch zu verschriftlichen in einer Anfrage. Wir werden der Fristsetzung für den Entschließungsantrag zustimmen, auch wenn es jetzt dieses lobenswerte Dokument, das 100 unterschrieben haben, gibt, weil wir der Ansicht sind, das gehört entschieden und das gehört diskutiert. Wir suchen aber jetzt schon alle, die sich damit beschäftigen, zu überlegen, ob man nicht endlich eine Entschließung beschließt, wo alle aufgefordert werden, diese Gespräche abzubrechen. Ich weise darauf hin, dass der Nichtabbruch auch dazu führt, dass man knapp 1 Milliarde im Jahr der Türkei bezahlt als Heranführungshilfe. Und solange diese Gespräche scheinbar am Leben erhalten werden, kann die Milliarde fließen. Ist es eine konsequente Politik? Na, ich glaube nicht. Also viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Vielen Dank. Johannes Hübner, FPÖ-Sprecher für Außenpolitik und Europa, meint, der Entschließungsantrag sei gut, greife aber zu kurz. Die EU-Beitrittsverhandlungen dürften nicht nur formell ausgesetzt werden, sondern müssten für unbestimmte Zeit abgebrochen werden.